Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Stoneheart. Wir haben einen neuen Einwohner bekommen. Ja, weil wir auch gestern 4 verloren haben, haben wir jetzt wieder Platz. Logan Prestine. Ja, und es ist echt gemein. Wir müssen, glaube ich, noch 2 Wachen ernennen. Wenn das hier so schlecht läuft, also... Dann habe ich nur noch 2 Arbeiter. So, pass mal auf, heb mal hier. Bergbau machen wir jetzt mal nicht. Ja, also tut mir leid, aber Bergbau da unten. Ich weiß nicht, wie ich das absichern soll. Ich weiß nicht, wie ich überall so viele Leute hinschicken soll. Ich möchte dich gerne befördern. Du sollst jetzt bitte Wache werden. So, hier Wache. Ich kann erstmal nur einen befördern. Ich kann jetzt nicht so viele Leute einfach zur Wache machen. Jetzt müssen wir auch mal gucken, ob wir überhaupt noch genug auf Lager haben. Alles ist hier super. Alles sind wir hier... Also hier, guck mal, Schutz ist echt gut, ja? Aber hier Sicherheit... Wie sich die Einwohner in Bezug auf Sicherheit der Stadt fühlen, wie gut sie geschützt ist und wie sie Goblins plündern. Ja, wir müssen einfach, glaube ich, die... Was ist denn das da im Hintergrund? Achso, der hat sich ausgerüstet. Ja, pass auf, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Der muss noch ein bisschen bessere Sachen bekommen. Der muss natürlich hier die beste Ausrüstung bekommen. So, beste Ausrüstung hat er bekommen. Und dann müssen wir mal hier gucken. Attacke 28. Haben wir das überhaupt schon gebaut? Stahlbahnen fehlen uns dann. Ich glaube, die Produktion hier unten ist auch noch gar nicht abgezogen worden. Ich muss doch mal hier gucken bei den Stahlbahnen. Was? Die Handwerksanforderungen sind nicht erfüllt? Wieso? Achso, es gibt kein Eisen. Das ist doof. Wir müssten hier tatsächlich einstellen können, dass immer... Also gut, ich kann jetzt sagen, soll jetzt dauerhaft immer... Ah, komm, wir machen mal 10, damit das jetzt nicht so hängen bleibt. Ja, wir machen einfach mal für alles jetzt 10. Es ist ein bisschen doof, dass meine fette Mauer hier vorne nicht ausreicht, um die Leute abzuhalten. Da ärgere ich mich jetzt echt gerade tierisch drüber. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich darüber ärgere. So, wir haben also Trappermesser ist noch da. Wir haben sonst noch hier eine Werkbank auf La eine, doch hier eine Werkbank. Sollen wir die verkaufen? Die verkaufen wir mal. So, was haben wir denn noch hier? Wir könnten noch mal hier von den Dingern eins verkaufen. Wir haben jetzt auch endlich mal ein paar von diesen Rollen auf Lager. Und wir könnten noch ein bisschen Holz verkaufen, weil wir haben einfach Holz haben wir gerade in unheimlichen Mengen und wir haben auch Leder in unheimlichen Mengen. Also Felle. Guck mal hier, 70 mal Felle haben wir hier. Es wird gespeichert. 70 Felle. Ich muss einfach aus Platzgründen ein bisschen was verkaufen. Hier 93 von diesen Fällen. Ich habe nicht so viel Platz. Das ist ja auch nicht so, dass man irgendwie die Fälle hier irgendwie... Dass man verschiedene Sachen draus herstellen kann. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was verkaufen. So, das sieht ganz gut aus. Wir haben auch nur 17 Stühle. Können wir eigentlich auch 10 Stück von verkaufen, weil das sind ja die einfachen Stühle. Ne, wir müssen die ja haben, um die herzustellen. Stimmt. Ja, die behalten wir nochmal. Oh, hier, guck mal hier, der Tresor. 3 Stück. Oh, hier, die verkaufen wir. Dann kriegen wir vielleicht morgen richtig viel. Vom Tresor sollten wir welche bauen noch.
Da kriegen wir vielleicht morgen nämlich auch unser Budget ein bisschen angehoben, sodass wir da. Hat er keinen Helm auf? Hast du keinen Helm auf? Doch, du hast irgendwas auf dem Kopf. Aber was ist das? Und so ein Diadem oder sowas. Die haben schon die gute Rüstung an, das sehe ich. So, und der hat noch so ein Diadem. Also wir müssen vielleicht von den Helmen nochmal welche bauen. Ist Farmer der Stufe 3, das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. So, wir müssen jetzt mal hier gucken. Das hier ist ganz wichtig. Nee, du gut, Stahlbahn musst du vorher machen, aber danach hätte ich gerne, dass du die Rüstung noch baust. Für unseren Kollegen da unten, der braucht die nämlich ganz dringend. Und dann hätte ich gerne noch, dass du... Wird das eigentlich direkt abgezogen, wenn ich jetzt sage, es wird 1 soll 1 bauen? Nee. Dann lassen wir das erstmal so. Erstmal 1 bauen. So, der hat auf jeden Fall die gute Rüstung an. Und, So, wir haben wieder ein bisschen Platz hier. Das ist natürlich jetzt hier viel zu klein. Wir machen mal hier aus Sicherheitsgründen, machen wir jetzt mal hier noch ein Feld für Holz. So, da soll nur rein nichts einlagern. Da soll nur rein Holz. 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 Gut, hier liegt da auch überall alles voll mit dem Zeug. So, bauen. Ich bin's bald leid hier. So, ich hätte jetzt gerne hier, von den... Platten, was. Nehmen wir mal die hier. Und ihr sollt nur hier oben zubauen. So. Hoffentlich kriegt ihr das hin. Bearbeiten, bauen. Okay. So. Das kriegt ihr vielleicht hin. Damit wenigstens das Loch dazu ist. Gebäude 35. So, was haben wir denn hier eigentlich rumliegen? Das sind doch Brickstones. Okay. Hier jetzt was einsammeln. Können wir das so machen? Muss ich das jetzt einzeln anklicken, damit das... nee. Ein gefährlicher Goblin. Wo? Ich sehe nur Bäume. Hihihi. Jagen sie alle hinter dem her. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen was vom Zaun wegnehmen, weil es ist ja so ein bisschen doof. Oh, jetzt traben die all dem hinterher. Muss ich jetzt tatsächlich Alarm auslösen deswegen? Und dann explodiert er einfach irgendwie so. So, ein Diebestrupp erscheint. Es ist kein Diebestrupp. Das ist auf gar keinen Fall ein Diebestrupp. Das ist ein Wolf. Und der ist schon wieder hier durch die Tür gelaufen. Also, ganz ehrlich, ich bin echt sauer, dass die hier durch die Türen laufen. Ich meine, du baust sowas, ja, damit eben keine Monster da durchkommen. Und dass die da trotzdem durchlaufen können, als ob die überhaupt nicht da wären, diese Mauern, da ärgere ich mich tierisch drüber. Wirklich tierisch.
Da ist schon wieder der nächste. Guck mal. Der läuft einfach so durch die Tür. Dann kann ich es mir auch sparen, diese Türen zu bauen. Wir bauen die Türen jetzt zu. Auch tot, gut. Nee, er wird nicht abgehauen. Ja, der ist schon. Du kannst gehen. Ist schon okay. So, platzieren. Platzieren. Dings hier. Als erstes mal hier Lampen noch hinbauen. So, ich hätte gerne, dass hier draußen Lampen stehen. Jetzt sind sie weg. Wo sind sie denn? Meine Lampen. Das waren doch eben 8 Lampen oder so. Hä? Ist jetzt doof? Da waren doch eben 8 Lampen, oder? Also gut. Dann machen wir es so. Kommt hier eine fette Lampe hin. Die können wir ja später nochmal verstellen. Und hier kommt eine fette Lampe hin. Da steht ja eigentlich auch eine in der Nähe schon. Ist egal, wir stellen hier noch eine hin. So. Und das da müssen wir verschieben. Das stellen wir jetzt mal dahin. Außerdem hätte ich gerne, dass jetzt hier... die Tür zugebaut wird. Und auch hier. Damit die sich nicht einsparen, lasse ich erstmal ein Feld offen. Das machen wir gleich noch zu. Nachdem wir hier hinten alles gebaut haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ach man, das dauert natürlich ewig, weil ich ja hier den Befehl noch nicht aufgehoben habe. Ja, das vergisst du halt, weil du permanent hier im Kampf bist und dann musst du halt andauernd diese Dinger aufheben und so. Ist schon kacke. Ich meine, ich baue hier Zäune und es laufen andauernd Monster durch. Warte, vielleicht findet ihr das jetzt doof, dass ich mich andauernd darüber aufrege, aber schreibt mir doch mal, ob ihr eine Idee habt, wie wir hier unser Gelände besser absichern können, weil ich finde das echt doof. Es ärgert mich. Ich verliere nicht gerne meinen Einwohner. So, das haben wir gemacht und dann würde ich hier gerne nochmal einsammeln. 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 Da kriegen wir einen ganzen Arsch voll von diesen ganzen Dingern hier, gell? So. Gibt es eigentlich irgendwie so eine Taste, dass ich irgendwie sagen kann, hier das hier weg. So ein Werkzeug, wo du ziehen kannst. Du kannst sagen, bitte abbauen. Hier abbauen. Ich glaube, das muss ich den Entwicklern mal schreiben. Und ich muss den Entwicklern schreiben, dass das nicht geht, dass die Monster durch die Türen wandern. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, ob das irgendwie einen Hintergrund hat. Aber der Hintergrund, egal wie der begründet ist, der ist doof. Strapper der Stufe 5, das ist gut. Was kann der... Ah! Ja, und das hier ist auch einfach für die Katz. So. Verzahnte Fallen. Nicht implementiert. Juhu, er kann endlich verzahnte Fallen. Aber die sind halt noch nicht eingebaut ins Spiel. Aber er hat mehr Gesundheit. Das ist schon mal ganz gut. Hier gibt es jetzt auch Futter. Guck mal, das muss halt nur eingesammelt werden. Ich weiß nicht, ob ich meinen Leuten... Guck mal, wie viel Zeug hier rumliegt. So, hat Gesundheit plus 10. Ja, wer so wenig Wolle herstellt, da ist schon verständlich, dass er so Gesundheit dazu bekommt und so. So, jetzt gucken wir mal hier bei unserer Baustelle. Die Fackeln sind schon mal jetzt gleich gesetzt. Da, 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 da. Wir hätten erst die Türen zubauen sollen, bevor wir jetzt hier...
tägliches Update. Ihr habt es mal auf. Das hätte ich gerne eingelagert und ich hätte gerne das Tor auch wieder eingelagert. Tut mir leid, wir müssen hier umbauen, wir müssen alles zubauen. Hier darf es nichts mehr geben, was irgendwie. Ja, Update. Geschafft, geschafft. Und jetzt habe ich gestern, Tresore verkauft für ein paar tausend Euro und wir haben, also wir haben ja das Geld dafür bekommen. Warum? Warum? Ich kann mir jetzt denken, wir müssen wahrscheinlich, wir dürfen nichts verkaufen, wir müssen das ganze Zeug in unserem Haus hier, in unserer Stadt hier lagern. Also pass auf, wir machen hier nochmal Tresore. Was brauchst du dafür? Okay, bau mal. Ah, oh, Stahlbahn brauchen wir dafür. Die Stahlbahn ist blöd. Jetzt wird der Hut auch gebaut. Der Helm, meine ich. Das ist schon mal ganz gut. Und wir kaufen jetzt Erze ein. Wir machen keinen Bergbau mehr. Das ist mir zu gefährlich da unten. Das kann ich nicht absichern. So, hier wird jetzt noch gebaut. Woran hängt das eigentlich hier? Ich, umbaue das übrigens. Nicht, dass er jetzt sagt, warum hast du nicht einfach die Tür weggemacht? Ja, das war auch meine erste Idee, aber ich habe mir gedacht, das muss ja auch bald hier behoben sein, dass die hier durchmarschieren und deswegen habe ich jetzt einfach das mal umbaut. Dann kann man das später wieder aufmachen. Das hatten wir ja hinten auch schon bei den anderen Sachen. Wo war's denn? Irgendwo hier. Da. Ist Schmied der Stufe 4, er hat jetzt kalter Stahl. Lange Stunden in der Schmiede haben das Geheimnis des Stahls freigeschaltet. Schärfere Waffen und leichtere Rüstungen. Super. Ein bisschen doof ist natürlich, der Text ist natürlich toll. Aber in Wirklichkeit haben wir jetzt nichts Neues, was wir bauen können. Es wäre schön, wenn du irgendwie, die entwickeln sich weiter und dann kriegst du halt hier neue Sachen angezeigt. Aber man muss natürlich sagen, es ist noch in der Entwicklung, es kommen noch viele neue Sachen raus und wie auch schon in der Update-Nachricht geschrieben wurde, die schönen Sachen kommen noch und bisher gab es ja jetzt nur kleine Updates. Hier im Update 14 gab es ja schon mehrere Updates, aber halt nur so kleine Sachen. Und was macht ihr eigentlich hier? Wieder befüllen mit Elementen. Ein Händler nähert sich der Stadt. Ein Händler nähert sich eurer Stadt. Hallo, Klein Birnbaum. Ich bin gerade auf der Durchreise, aber ich bin bereit. Bla, bla, bla. 22 einfache Holzstühle. In 3 Tagen kommt er zurück und gibt uns 3 komfortable Betten. Entschuldigung, aber nein. Also, Entschuldigung, aber das ist jetzt wirklich ein scheiß Angebot. Muss ich jetzt einfach so sagen. So, hier wird zugebaut. Diese Tür ist... Nein, ist noch nicht zu. Es nähert sich auch irgendwas und dann geht die Tür auf. Liebe Tür. Gewährt ein Gefühl der Sicherheit. Mhm. Sie gewährt ein Gefühl der Sicherheit. Aber sie macht keine Sicherheit. Könnt ihr jetzt bitte mal da oben dieses Loch schließen? Und da müssen wir hier unten natürlich auch jetzt ganz schnell gucken, dass wir jetzt hier auch diese Löcher schließen. Wir machen nochmal hier zu. Und dazu. Und hier hinten ist auch schon, das ist schon weggebracht worden. Und wir müssen natürlich hier noch ein Stück weiter arbeiten. Dafür würde ich sagen, dass wir hier schon mal was abbauen. Es müsste so eine Taste geben, dass ich jetzt irgendwie eine Taste drücken kann. Wir hatten ja später uns dazu entschieden, dass wir unser Gelände, obwohl wir ja sowieso schon einen neuen Zaun bauen, machen wir das Gelände auch besser. Wir bauen vielleicht doppelt hohe Zäune und Mauern. Es gibt auch im Internet Templates für richtige Stadtmauern. Aber was nutzt mir eine richtige Stadtmauer, wenn ich die dann aufbaue, ganz aufwendig, mit ganz vielen Steinen, sodass ich meine Staatskosten total belaste. Und dann kommt das erste Monster und läuft durch. Ihr habt jetzt mein Gesicht dazu nicht gesehen. Es war resignierend. Ja. Ganz ehrlich.
resignierend. Mit Trauer übergossen. Ja. So, was können wir denn hier noch für wertvolle Sachen herstellen? Ich glaube, wir müssen nämlich einfach... Das war die falsche Teste. Wir müssen, glaube ich, einfach ganz wertvolle Sachen herstellen. Ne, Stühle? Wie? Keine Stühle da. Ein Eindringling hat sich. Das ist ja nicht so schlimm, diese Kleinen hier. Aber ich weiß, was den Kleinen immer folgt. Und ich höre es auch schon hier rumstapfen. Da ist es nämlich. Das kommt nämlich dann. So, wir gehen mal hier auf Kämpfen. Wir nehmen unsere fünf Leute und sagen... angreifen. Den da. So, der hat sich nämlich jetzt umentschieden. Der läuft jetzt hier oben entlang. Und vorsichtshalber, weil ja jetzt eh ein Feind kommt. Jetzt haben wir sie ja noch alle im Blick. Ein streunender Goblin-Wolf. Kommt von da. Okay. So, drei von unseren Wachen sind schon da. Die haben natürlich keine Chance, die Kleinen. Der Goblin-Wolf haut irgendwohin ab. Ja, ich muss leider Alarm geben. Und zwar Alarm geben, weil der Goblin-Wolf jetzt wieder hier entlang läuft. Also da ist die KI ja noch ein bisschen bescheuert. Und trotzdem kriegt sie es hin, dass sie... Ah, halt doch mal ganz kurz still, damit ich dich als Ziel definieren kann. Greif mal irgendeinen Holzstamm an oder sowas. So, gut. Hätten wir das auch erledigt. Und, können dann hier vielleicht... Entschuldigung. Wir können dann hier vielleicht unsere Mauer noch fertig bauen. Hier 24 Stück. Und dann drehen wir das Ganze nochmal und fangen hier an, weil ich nämlich nicht weiß, wo oben rauskommen. So. Und jetzt habe ich da oben das nicht gelesen. Und ich glaube, diese Liste hier sortiert sich nach unten. Nein, doch nicht schon wieder! Ey, das tut mir auch die Produktion hier versauen. Ich kann doch nicht alle zwei Sekunden hier meine Leute in den Sicherheitsbunker schicken. Hier, die gehen einfach hier durch. Kommt meine Wache. Hallo Wache. Wache, hier hinten ist was los. So, die haben jetzt hier geklaut. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Kämpfe bestanden. So, da können wir unsere Leute wieder rausschicken. Ja, und es muss halt hier ganz dringend daran gebaut werden, dass hier weiter, also dass das hier zu ist.
Die können alle nochmal weg hier vorne. Das auch. Das auch. Wir machen jetzt keine Türen mehr. Die Türen werden jetzt hier wieder entfernt. Das ist mir zu heikel. Wo läufst du hin? Ach, du läufst jetzt. Ja, gut. Es muss eigentlich. Da müssen doch Türen rein, Leute. Es müssen doch Türen drin sein. Es geht doch gar nicht anders. So, hier ist jetzt alles zu, bis hier auf hier vorne, da ist noch ein Tor. Hier oben muss halt noch verschlossen werden, da ist noch offen. Ich hoffe, dass jetzt gleich jemand kommt und das da hinsetzt. Ach, die habe ich oben drauf gesetzt. Also gut, wir machen das anders. Ich habe die oben drauf gesetzt, auf die Mauer. Und die kommen nicht hin. Wir machen die Tore komplett weg. So, aber wie es da weitergeht und ob das was hilft, das können wir uns erst in der nächsten Folge angucken. Ich hoffe, ihr seid dann immer noch dabei und könnt mir ein paar Tipps und Tricks geben, wie ich vielleicht diese Misere hier auflösen kann. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.